kann ich Ihnen helfen? Ich möchte die Operationen rückgängig machen. Aber Sie sehen großartig aus, Herr Friedland. Jung, sexy, happy. Ich fühle mich aber nicht happy. Im Gegenteil, ich fühle mich sehr, sehr unhappy. Haben Sie Beschwerden? Der Kollege von der Gastro hat doch erst vor 3 Wochen Ihre Prostata refreshed. Und die Hormondosis für die Libido ist auch angepasst worden. Sie sind beschwerdefrei und standhaft, das haben Sie bei Ihrem letzten Termin gesagt. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Dass wir das Gehirn verjüngen können, ist hoffentlich nur noch eine Frage der Zeit. Halten Sie sich bis dahin einfach an Ihren Trainings- und Ernährungsplan. Ich kann nicht mehr. Wie meinen Sie das? Das Jungsein, das ist anstrengend. Die ganzen Frauengeschichten, das viele hin und her, work hard, party hard, das ganze Abgestrampel, das habe ich doch alles schon durch. Ich möchte einfach nur noch meine Ruhe. Ich möchte ein Buch lesen, ein Glas Wein trinken. Ich möchte meinem Urenkelsohn beim Erwachsenwerden zugucken. Ich möchte Karten spielen. Und ich glaube, ich möchte auch endlich so einen kleinen Bierbauch haben. Gut, dann verschreibe ich Ihnen. Nichts mehr, nichts mehr, bitte. Nichts verschreiben, Frau Doktor. Wenn wir jetzt die ganzen Operationen und Spritzen und so alles weglassen, werde ich dann irgendwann normal, Alter? Das ist zu befürchten, ja. Ja, das ist so großartig. Frau Doktor, ich danke Ihnen. Gott segne Sie. Und strengen Sie sich nicht mehr für mich an. Dann kann ich mich endlich entspannen. Und Sie sich auch. Menschenskind, Sie könnten meine Enkeltochter sein. Oder meine Mutter. Wer weiß das heutzutage schon so genau. Und wenn Sie mal Lust haben, dann kommen Sie mal bei mir zu Hause auf ein Stück Kuchen vorbei. Kuchen macht glücklich. Und schön lecker mit Sahne. Nicht? Und dann gibt's für mich ein Stück Kuchen. Und für Sie gibt's einen Ingwertee. Oh, when you smiling. When you smiling. The whole world smiles.